So, hallo ihr Lieben, hier wieder das nicht perfekte Video, aber mit dem perfekten Outfit. Ja, erstmal ein großes Danke an euch da draußen, dass ihr uns so toll unterstützt und unsere Fashion-Schleuse wirklich eifrig nutzt und unser Fashion-Telefon und unsere Handy-WhatsApp-Nummer. Also scheut euch nicht, kontaktiert uns, wir freuen uns wirklich über jeden Kontakt mit euch und liked unsere YouTube-Videos und gebt es doch einfach weiter, tragt es in die Welt hinaus. Also wir versenden auch echt schon, der Umkreis wird immer größer, deutschlandweit schon fast, nö, Baden-Württemberg, gell? Also wir freuen uns über alles, was kommt und ja, sind voller Eifer für euch jeden Tag hier, zu der gewohnten Öffnungszeit auch länger, wie ihr euer Zeitfenster so parat habt. Sind wir für euch auf jeden Fall da und freut uns sehr. Ja, und weil alles so ist, habe ich heute ein ganz buntes Outfit anzogen. Ja, also man braucht jetzt ja gerade aufgrund von den tollen Tagen einfach ein bisschen Farbe, ein bisschen Sommerstimmung. Und da haben wir jetzt einfach in die Farbkiste gegriffen. Warum auch nicht? Wir haben jetzt ein bisschen um die Hose rumgebastelt, die hier von Moss Mosch. Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich fühle es, ja. Also das ist eine ganz, ganz tolle Chino und die hat so ganz leichte, Kamera so gut, ist eine ganz leichte Waffelstruktur und so leicht ist die auch. Also wirklich ganz, ganz pudrig, super bequem, ganz leicht. Man kann auch gerne einen Gürtel reintragen. Ich persönlich trage einfach nicht gern Gürtel, aber das geht natürlich auch. Ich mag es einfach ohne Gürtel, aber das sieht man einfach auch die schönen Details von der Mosmosch-Hose. Also hier eine federleichte Hose. Passend dazu trage ich hier jetzt den Oversized Blazer von Opus in einem schönen Hellblau. Ja, man darf das auch so kombinieren. Warum nicht? Muss nicht immer alles so Ton in Ton, sondern man darf ruhig auch mal in die Farbkiste greifen. Dieser Oversized Blazer von 89,95, ich mag das sehr, weil man ist dann einfach gut gekleidet und er ist sehr bequem. Er ist eine Brücke, einfach, er hat Spielraum. Das ist ja auch immer wichtig, finde ich, bei einem Blazer, wenn man dann ins Auto steigt oder so und dann ans Lenkrad greift und man dann sich eingeengt fühlt oder auch teilweise unter der Jacke. Das ist nichts. Aber der ist wirklich super bequem. Ja, drunter habe ich eine ganz, ganz tolle Bluse von Smith & Soul. Ich weiß, die ist bunt, aber die hat was. Also, ich finde sie wunderschön, ganz toll gemacht mit dem Muster. Ich trage sie auch wirklich sehr gern zu der Jeans, zu einer verratzten auch mal oder auch einfach unter der Pulli. Das ist auch eine ganz tolle Alternative. Ich habe jetzt hier auch noch eine Alternative. Und zwar ist das ein toller Longblazer, ein kragenloser, aus so Mikrofaser. Wir sagen immer Sofastoff dazu, aber so weiß einfach jeder, was ich meine. Und der wäre jetzt auch noch eine schöne Variante dazu. Er ist voll waschbar, ist gar kein Problem. Gell, wenn man hier dann sagt, oh, helles Jäckle, Hilfe. Aber nein, man kann das super gut waschen. Einfach auch hier gekrimpelt, sehr, sehr schön. Die lange Variante. Auch gut dann als Ersatzjacke, wenn es jetzt dann, wenn man nämlich so dicke Jacke braucht, gell? Dann kann man natürlich auch sagen, hey, ich mag es nicht so bunt drunter, aber ich will trotzdem auffallen. Das ist ein ganz tolles Shirt von BSB, ein griechisches Label. Schöne Details, also wirklich wunderschön mit den Fransen. Das ist hinter, so Schößchen ein bisschen eingearbeitet. Oder man sagt, nein, ich mag lieber Basic, aber das Basic soll auch besonders sein. Hier haben wir eins von Itchy, die Rippenshirts und immer gut, ein bisschen verlängerter Halbarm. Ja, das mögen wir Frauen auch gern. Gell, wir müssen ja ein bisschen tricksen und uns wohlfühlen. Und wie gesagt, wenn man das Outfit anhat, sich nicht mehr dran götze, Mensch, da drückt oder zwickt oder so. Nee, das muss bequem sein. So, und weil es jetzt letztes Mal so schön war, halt, ich habe noch meine Schuhe vergessen. Hier, diese bequeme Slipper. Also es sind wie so Schleppler. Hier haben wir das Rosé wieder mit aufgefangen. Das ist wie wirklich, also super wie ein Hausschuh eigentlich. Volles, weiches Napa-Leder von 99. Gell? Sieht doch auch gut aus. Also, weil es so schön war letztes Mal, switchen wir jetzt einfach nochmal das Outfit und wir sehen uns gleich. So, und wie versprochen, schwuppdiwupp, bin ich schon wieder im nächsten Outfit drin. Dieses Mal habe ich mir ein schönes, leichtes Sommerpulli übergeworfen, über das wunderschöne Kleid. Hier von Opus, könnte man auch super schön über das Kleid tragen.
ein bisschen überschnittene Arme von 59,95 und eine sehr, sehr leichte, also ich fühle es, ihr könnt es leider nicht fühlen, sehr, sehr leichte Material, ganz fluffig. Sommerpullis sind einfach immer cool, einfach auch, wie ich es jetzt gehabt habe, über die Schulter zu tragen. Ja, und dann habe ich dieses tolle Kleid von Art Angels an, also ein totales Fairtrade-Produkt, alles in Bio-Qualität. Ich finde es ganz klasse, weil es eine gute Länge hat, mit der Tasche, es wirkt lässig und was eine Frau natürlich auch sehr möge, es sitzt ein bisschen lockerer, zeigt aber trotzdem Taille und ein bisschen Figur. Ja, und kaschiert einfach die Röhrchen, die soll ja keiner sehen, ihr wisst es, aber so keiner sehen. Und hier haben wir auch wieder die wunderbare Armlösung, ein bisschen verlängert, das gibt uns einfach Sicherheit und sieht sehr schön aus. Also das Kleid gibt es auch in einem Roséton. Und also Unifarbe, das sieht es auch richtig, richtig klasse aus. Okay? Also ich habe mich verliebt. Ja, und dazu habe ich, bitte achtet jetzt nicht so auf die ungebräunte Beine in Verbindung mit blaue Flecken, aber so geht es uns ja gerade alle. Das ist doch wurscht. Genau, also hier habe ich den tolle Levi's Sneaker an, von nur 39,95 ein Canvas Sneaker. Ist einfach ein tolles Produkt. Super bequem, man kann ihn auch mal in die Waschmaschine werfen, das nimmt er einem gar nicht übel und sieht richtig, richtig lässig aus. Ja, deshalb zeigen wir euch heute schöne Sommeroutfits, weil es ja wirklich richtig schön sommerlich wird und weil es so schön ist und wir ja immer noch die Kontaktsperre haben oder das Kontaktverbot, machen wir heute nochmal ein Family-Video und haben hier einen Special Guest, Yippie, der Siggi, Applaus! Hallo! Ja, grüß dich. Ja, du auch wieder hier. Auch im Video. Auch wieder hier. Das ist mein Sommeroutfit. Genau, genau. Du hast deinen Pulli vergessen, den über die Schulter zu werfen. Wir sind jetzt ganz spontan, ja. Also das kennt man von uns, ja. So, jetzt wir komplettieren Siggis Outfit. Ja, jetzt. Wow, super. Also so hätte er jetzt nicht ins Bild kommen sollen. Da bin ich doch. Und jetzt ist er da. Genau. Also wunderbar. Er hat sich einen lässigen Pulli, einen Basic-Pulli über die Schultern geworfen. Auch hier ein Sommerprodukt, das ist einmal gut bei den Männern. Geil, den nehmen wir dir jetzt wieder ab, weil es so schön aussieht. Also, und er hat ein ganz tolles buntes Hemd. Männer, ihr könnt euch wirklich trauen, mal ein buntes Hemd jetzt dazu tragen mit Druck. Einfach mal anders. Ja, dürft ihr euch trauen? Auch gerade Leinerhemden sind gerade stark im Kommen, die präsentieren wir euch aber auch noch. Wir können ja jetzt nicht das ganze Pulver verschießen, deshalb zeigen wir heute mal so ein tolles Bundeshemd mit ein bisschen vereinte Obstwerke und Blätter. Aber ich finde, es sieht richtig cool aus. Gell? Das ist jetzt der Bodyfit von Olymp von 59,95. Sieht klasse aus. Man darf auch wirklich zu der kurzen Hose ein Langarmhemd kombinieren. Man kann es ja auch krempeln. Gell? Aber es ist ja eine leichte Qualität und daher auch so tragbar. Er trägt jetzt das hier, weil es so wunderschön harmoniert vom Druck, eine gelbe Jogpant von MAC von 79,95 dazu. Also ich finde, das ist ganz, ganz toll. Gell? Super schöne, ja, sehr bequem. Mhm. Super schöne Farbkombi und einfach mal was anderes. Männer, das ist echt top. Ihr müsst euch das trauen. Einfach auch mal vielleicht mit einem anderen T-Shirt. Gell? Da haben wir auch Ideen. Da kann ich schön eins sogar holen, wo jetzt auch dazu passen würde, haben wir auch ganz witzige Teile. Gell? Sieht auch gut aus. Also auch bei der Jogpant gibt es natürlich gediegenere Variante. Von der Waschung her hier die Klassiker. Ja, also mal dunkel und ein bisschen verwaschen. Aber wirklich die Bequemlichkeit ist da natürlich top bei den Jogpants. Gibt es auch als langes Produkt bei uns und da haben sich die Männer auch schon sehr gut dran gewöhnt. Gell? Weil es einfach bequem ist, ja, und im Office einfach nicht drückt oder so. So, und dann hat er noch tolle Sneaker an, hier den weißen in Echtleder für 99€, auch super bequem, kann man auch wirklich mal zum Businessanzug oder zur Businesshose tragen. Ja, und wir haben jetzt auch unsere Füße in sowas ganz Tolles gepackt, und zwar sind das hier so Schläppchensocken, nennen wir das, die halten dann wirklich im Sneaker drin, und man sieht sie gar nicht, ja, und man fühlt sie auch nicht. Und man hat ja manchmal so Sneaker, wenn man dann läuft, die rutschen dann immer weiter vorn über die Ferse, also ganz fürchterlich.
Und das hat dieser Socke natürlich nicht, weil er hat hinten an der Ferse ein kleines Silikonpflaster eingearbeitet. Ja? Und so rutscht es nicht. Ganz gut und bequem. Aber es gibt natürlich auch die klassische Variante hier, wo man dann das Levi's sieht, oder der klassische Sneakersocke. Also da gibt es aber auch eine normale Socke, alles. Von A bis Z. Oder? Viele Kombinationen. Genau, genau. Ja, super. Das war jetzt heute mal unser Sommervideo. Der Sommer kann kommen. Ja. Temperaturen steigen schon. Richtig, denke ich auch. Ja, wir freuen uns sehr über eure Likes. Erzählt es weiter, gebt unsere Videos weiter. Wir brauchen euch gerade Einzelhandel. Stärkt den örtlichen Einzelhandel. Das macht ihr auch schon ganz toll. Danke für euer super Feedback. Wir freuen uns da sehr. Und genau, gebt es einfach weiter. Ja. Und bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.